Das Folgende ist eines der einflussreichsten Experimente aus der Sozialpsychologie. Die Forscher wollten wissen, wie sich Menschen beeinflussen lassen, je nachdem, wie viel Müll sich in ihrer Umgebung befindet. Dafür haben sie in der Nähe der Briefkästen eines Frauenstudentenwohnheims, also die Studie wurde vor so circa 30 Jahren durchgeführt, etwas, was wir auch gleich nochmal thematisieren werden, unterschiedlich viel Müll auf dem Boden verteilt. Einmal haben sie richtig viel Müll auf den Boden geworfen, Papierbecher, Süßigkeiten, Verpackungen, Flyer und sogar eine ausgehöhlte Wassermelonenrinde. Ja, also wirklich schon ein bisschen eklig. Und in einer anderen Bedingung war es so, dass man nur die ausgehöhlte Wassermelonenrinde auf den Boden gelegt hat. Also da war es ansonsten komplett sauber, aber es gab eben dieses eine Stück Müll auf dem Boden und es gab noch eine dritte Bedingung, die einfach komplett sauber war. Was die Forscher aber auch noch gemacht hatten, war in den Briefkästen der Studentinnen jeweils einen Flyer reinzuwerfen. Und wofür sie sich jetzt interessiert haben, war in Abhängigkeit davon, wie dreckig die Umgebung ist, wie viele der Studentinnen werfen jetzt ihren Flyer auf den Boden, der entweder sehr dreckig ist auch oder eben nahezu sauber oder komplett sauber. Und wenn der Boden komplett sauber war, waren es immerhin so circa 11%, die trotzdem den Flyer auf den Boden geworfen haben. Wenn die Umgebung komplett zugemüllt war, wie haben sie sich dann verhalten? Haben sie sich eher reaktant verhalten und haben gesagt, nee, ich werfe meinen Müll jetzt hier nicht auf den Boden? Oder haben sie gesagt, ja, nee, wenn alle hier den Müll hinwerfen, dann werfe ich meinen Flyer auch hier auf den Boden? Zweiteres war der Fall, wie so häufig, also das hat sich auch in vielen Studien gezeigt. Wenn die Umgebung sehr dreckig war, dann waren es mehr als doppelt so viele, die ihren Flyer, den sie da im Briefkasten gefunden haben, auch auf den Boden geworfen haben. Da waren es im Durchschnitt so circa 27%. Also mehr als jede vierte hat jetzt ihren Flyer auch da auf den bereits dreckigen Boden geworfen. Das wirklich Verrückte war jedoch die dritte Bedingung, wo man nur ein Stück Müll auf den Boden geworfen hatte, nämlich diese ausgehöhlte Wassermelonenrinde. In dieser Versuchsbedingung waren es nämlich nur 4%. Nur 4% haben ihren Flyer dann auf den Boden geworfen. Das heißt, lange Zeit oder aufgrund dieser Studie gab es die Empfehlung, eine Umgebung eventuell nicht komplett sauber zu halten, sondern vielleicht positioniert man an einer Stelle strategisch ein bisschen Müll, also einen Flyer oder ein Stück Melone oder sowas, damit andere sich dann noch sauberer verhalten. Und die Begründung war, dadurch, dass diese Norm hier gebrochen wurde, dass man sich nämlich sauber verhalten sollte, dass sie hier so ein einziges Mal aber nur gebrochen wurde. Dadurch wird man ja prinzipiell an die Norm erinnert, ja, dass es eigentlich ja wichtig ist, dass man sich sauber verhält. So war zumindest lange die Überlegung. Jetzt, und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, jetzt kommt eine Replikation aus dem Jahr 2021, in der man versucht hat, diese Experimente nachzustellen. Einmal zum Beispiel in einem Parkhaus. Also stellt euch vor, ihr geht zurück zu eurem Auto und da findet ihr einen Flyer an eurer Windschutzscheibe. Und die Frage ist, nehmt ihr den Flyer in eure Tasche und wartet darauf, bis ihr ihn wegwerfen könnt, oder werft ihr den Flyer auf den Boden? Und auch hier war es natürlich so, dass entweder der Boden sehr sauber war, also gar kein Müll. In einer zweiten Bedingung lag wieder so eine ausgehöhlte Wassermelonenschale da auf dem Boden. Und in einer dritten Bedingung war eben der Boden komplett zugemüllt. Und in diesem Experiment und auch in einem zweiten Experiment in einem Supermarkt zeigte sich, ja, wenn die Umgebung sehr zugemüllt ist, dann verhalten sich die Menschen eben auch weniger sauber und werfen ihren Müll, also den Flyer, auch auf den Boden. Damit kann man also sagen, der erste Teil des klassischen Experiments von Robert Cialdini konnte bestätigt werden. Ja, also soweit war die Replikation geglückt. Was aber nicht funktionierte in diesen beiden Replikationsstudien, war die Bedingung, wo man nur einmal war es ein Flyer und das andere Mal war es eine Wassermelonenschale, wo man nur ein Stück Müll auf den Boden geworfen hatte. In diesen Replikationsexperimenten zeigte sich, dass das fast genauso schlimm war, wie wenn die Umgebung komplett zugemüllt war. Also ganz im Gegenteil zu der ursprünglichen Studie fand man hier, wenn ein Stück Müll auf dem Boden ist, führt es nicht dazu, dass die Leute sich sauberer verhalten, sondern sie werfen eben doch ihren Müll eher auf den Boden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum fallen die Ergebnisse heute so anders aus wie damals vor 30 Jahren? Naja, es gibt mehrere Gründe. Man weiß nicht genau, woran es liegt, aber es könnte natürlich mehrere Gründe geben. Das ursprüngliche Experiment, wie gesagt, fand in einem Frauenwohnheim statt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt meine Vermutung,
Ich könnte mir vorstellen, dass da die Wassermelonenrinde, die da auf dem Boden lag, vielleicht sogar ein Stück weit eklig gewirkt hat oder ekliger zum Beispiel, als wenn man jetzt zum Beispiel in einem Parkhaus unterwegs ist, wo sowas vielleicht sogar häufiger vorkommt. Und vielleicht war diese Wassermelonenrinde damals in diesem Wohnheim da auf dem Boden wirklich so, dass die Leute gesagt, oder die Frauen vor allem, ja, muss man auch bedenken, das war eine andere Stichprobe, die Frauen haben wahrscheinlich dann vor allem gedacht, ja, nee, das finde ich eklig, ich werfe den Flyer irgendwo in wirklichen Mülleimer. Natürlich gab es zwischen den Experimenten noch andere Unterschiede, vielleicht haben sich auch die Normen so ein bisschen geändert im Vergleich zu vor 30 Jahren, man weiß es nicht genau. Was man aber festhalten kann aufgrund dieser Replikation ist, dass man eben in den meisten Fällen das nicht so machen sollte, dass man eine Umgebung nur fast komplett sauber hält und dann vielleicht ein Stück Müll irgendwo gezielt platziert, sondern es ist deutlich sinnvoller, und das zeigte sich ja auch in der Replikation, es ist deutlich sinnvoller, Umgebungen komplett sauber zu halten, damit andere Menschen nicht dazu verleitet werden, ihren eigenen Müll auch auf den Boden zu werfen. Das soll es für heute gewesen sein. Falls ihr noch mehr solcher sozialpsychologischen Experimente kennenlernen wollt, schaut natürlich auch gerne auf der Webseite vorbei oder schaut mal in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.